Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch ganz, ganz herzliche, sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die Liebe. Es ist ein Liebesorakel und zwar für genau jetzt. Schau, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Und ich lege heute das Tarot of Mystical Moments, alle Infos dazu unten in der Infobox. Und ich fange jetzt einfach mal an. Liebesorakel für dich für jetzt. Hier habe ich noch drei, die werden auch noch wichtig sein für dich, aber erstmal die hier. Oh, ich habe die Welt für dich. Ja, das ist, da beginnt etwas, da endet etwas und beginnt etwas Neues. Das ist ein neuer Zyklus in Sachen Liebe. Deswegen bist du hier bei mir, deswegen hat dich dieses Orakel angesprochen. Ja, es ist Liebesorakel für genau jetzt und deswegen ist es. Es ist so bedeutsam für dich, weil egal, ob du in einer Festpartnerschaft bist, ob du glücklich bist, ob es vielleicht kompliziert ist, vielleicht ist es eine On- und Off-Geschichte, kann sein, dass sich dein Gegenüber immer wieder zurückzieht. Du könntest dich auch immer wieder zurückziehen. Ob du Single bist, das kann auch hier Orakel für Single sein, weil ich habe hier etwas Neues, einen Neubeginn. Etwas endet und etwas anderes beginnt sofort. Das ist so ein fliegender Wechsel hier. Deswegen neuer Kreislauf, neues Leben bekomme ich hier rein, ja? Neues Lebensgefühl, neues Liebesgefühl bei dir. Du hast das, was du erleben solltest in Bezug auf die Liebe bis jetzt, hast du erlebt und jetzt beginnt etwas anderes für dich. Jetzt kannst du andere neue Erfahrungen machen in Sachen Liebe. Das soll man dir hier sagen, das soll ich dir hier sagen. Und das ist wie eine Reise, wie eine neue Reise. Vielleicht wirst du tatsächlich eine Reise machen und diese Reise wird sozusagen etwas Neues einleiten in Bezug auf die Liebe bei dir. Kann auch so sein. Aber es ist hier eine Liebesreise. Anders. Du wirst das merken. Du wirst dieses Gefühl haben, es ist anders. Es hat sich verändert. Irgendetwas ist anders. Ja? In Bezug auf die Liebe. Egal, wie deine Situation momentan ist. Aber ich gucke mir die beiden anderen Karten noch an. Die vier der Schwerter. Ja, und das Gericht. Okay, du wirst wieder zum Leben, zum Lieben wiedererweckt werden. Das soll ich dir hier sagen. Vielleicht bist du Single. Vielleicht bist du aber auch irgendwie so nicht so ganz zufrieden mit deiner Verbindung, mit deiner Partnerschaft, ja? Kann sein, dass alles irgendwie so eingeschlafen ist, dass sich schon sehr lange nichts mehr getan hat bei dir. Jemand hat sich zurückgezogen oder du hast dich zurückgezogen. Ich brauche Zeit für mich, ich muss nachdenken, überlegen. Kann sein, dass du hier heilen musstest. Ja, das ist die Zeit, um zu heilen, damit deine Seele, dein Herz heilen kann in Bezug auf die Liebe. Und es kann sein, dass du dich immer noch in diesem Heilungsprozess hier befindest, aber trotzdem fängt der neue Zyklus jetzt an für dich. Ja, du kommst raus aus dieser Zurückgezogenheit. Es kann auch so sein, dass sich einfach nichts tut in der Liebe bei dir. Da ist gar nichts. Und ich habe hier die Wiedererweckung, die Auferstehung, den Weckruf. Hier liegst du und schläfst du. Kann sein, dass es auch dein Gegenüber ist. Liegt, wenn du ein Gegenüber hast. Man liegt, man schläft, man macht nichts. Und in Gedankenschwellen habe ich hier so Träumereien, in Träumereien sich verlieren. Der Traum ist zur Wirklichkeit geworden. Und in der realen Welt hört und sieht man zum Beispiel dein Gegenüber nicht.
Aber er oder sie, wenn du ein Gegenüber hast, denkt an dich. Ja, baut Luftschlösser sogar. Ja, aber das bringt nichts, wenn man zum Beispiel sich sonst was vorstellt mit dir, aber das Ganze nicht in die reale Welt bringt. Dann hat man nichts davon. Ja, so richtig. Da passiert ja nichts. Und ich habe hier Federn. Kann sein, dass du eine Nachricht erhältst. Früher hat man ja natürlich mit Federn geschrieben, ja, Briefe. Das kann natürlich eine Nachricht sein auf dein Handy, ja, eine SMS oder eine WhatsApp oder sowas. Kann auch eine E-Mail sein. Vielleicht bei dem einen oder anderen. Vielleicht bei einer Person wird es wirklich das geschriebene Wort sein. Vielleicht wird es wirklich ein Brief sein, geschrieben. Vielleicht nämlich nicht mit einer Feder, ja, vielleicht mit einem Kuli. Oder mit einem Stift einfach. Aber ich habe das hier so, dass wenn du einen Gegenüber hast, dann hat dein Gegenüber schon lange darüber nachgedacht, dir zu schreiben, dir eine Nachricht zukommen zu lassen, dich etwas wissen zu lassen. Das habe ich hier. Und man hat sich wahrscheinlich bis jetzt noch nicht getraut. Aber das wird jetzt kommen mit dem Gericht. Also diese Nachricht, diesen Brief wirst du erhalten. Das kann sein, dass dein Gegenüber das noch gar nicht hingeschrieben hat. Oder schreibt und löscht, schreibt und löscht, schreibt und knüllt zusammen und wirft weg. So kann es auch sein. Es existiert, aber in der Vorstellung. Es ist noch nicht niedergeschrieben worden. Es ist noch nicht niedergetippt worden, ja. Und das wird dadurch, dass diese Nachricht, dieses Wort zu dir finden wird. Das wird diesen neuen Zyklus einleiten oder das ist der Beginn von diesem neuen Zyklus. Das hat irgendetwas damit zu tun mit diesem neuen Zyklus, ja? Und das Gericht, das ist dann das Ganze ins Leben rufen. Dadurch, das beginnt, es beginnt, soll ich dir hier sagen, in der Liebe, es wird beginnen. Wenn du Single bist, wird sich da was tun in der Liebe? Ich habe hier niemanden für dich, kein Partner, der sich jetzt so zeigt. Aber das kann sein, dass du einfach anfangen wirst, zum Beispiel Leute kennenzulernen, mit Menschen zu kommunizieren, mit Fremden, die irgendwie zu bekannten Freunden werden erstmal, ja? Kann auch online sein. Online jemanden kennenlernen, ohne online mit mehreren Personen in Kontakt stehen dann. Sich mehr trauen auf jeden Fall in Bezug auf diese Angelegenheit, ja, auf diese Liebesangelegenheit. Wie gesagt, du kannst in einer festen Partnerschaft sein. Es kann eine On- und Off, eine komplizierte, schwierige Situation sein. Du könntest aber auch Single sein, ja. Du kannst auch jemanden im Herzen, im Kopf haben und schon lange nichts mehr von diesen Menschen gehört haben. Da soll ich dir sagen, diese Person lebt in irgendeiner Fantasiewelt momentan. Die wird aber geweckt werden, die wird wachgerufen werden und kommt wieder in die Realität zurück und wird sich wieder bemerkbar machen bei dir in deinem Leben. Das soll ich dir hier sagen. Ja, mit dem Gericht. Das Ganze wird beflügelt werden, die ganze Liebesangelegenheit, deine ganze Liebesgeschichte, dieser neue Zyklus, das wird so Flügel bekommen, das wird so viel leichter werden. Und ich habe hier auch so ein Ticken Spannung, Magie, irgendwie sowas anderes, ja. Wie gesagt, ein neuer Zyklus, es wird sich anders anfühlen. Eine schwere Last in Bezug auf die Liebe wird wegfallen. Das ist auch hier zu sehen. Eine sehr schwere Last, Bürde vielleicht. Ja, Bürde, sowas Schweres, sowas, was zu Unbeweglichkeit geführt hat, wo man sich gar nicht mehr bewegen konnte, wo gar nichts mehr zu machen war. Das fällt weg, zeigen mir hier die Karten. Und dann wird wieder alles locker wendig. Das ist der neue Zyklus. Es tut sich was in Sachen Liebe bei dir. Einfach so. Du wirst dich dann dadurch, entweder dadurch, dass sich da was tut in der Liebe, wirst du dich neugeboren, wie neugeboren fühlen, wie zum Leben erwacht fühlen. Oder du wirst dich zum Leben erwacht fühlen, wie neugeboren fühlen und dadurch kommt das, was du haben willst in der Liebe, kommt diese Bewegung, kommt diese Spannung habe ich hier auch in Bezug auf die Liebe, ja?
Kann auch so, kann so sein und so sein. Ja, die neun der Kelche. Okay, super. Der Mond, ja, dieses Mystische oder dieses Undurchdringbare, dieses Unbekannte, was lockt, habe ich hier für dich. Dieses Magische oder Verträumte habe ich auch hier. Und wow, die sechs der Stäbe, die Eroberung, fantastisch, sehr schön. Also dieses Liebesorakel ist ganz, ganz toll, wie ich hier so finde. Vielleicht findest du das auch ganz gut, ja? Und die neun der Kelche. Der Genuss. Das ist hier der Genuss in der Liebe. Feierabend machen und sich entspannen und genießen. Vielleicht wirst du mit deinem Gegenüber was trinken gehen, was kochen, sich treffen, es sich einfach gut gehen lassen. Vielleicht so, sogar eine Reise machen mit deinem Gegenüber, einen Ausflug. Und ich habe das hier so, auf einmal sieht die ganze Welt ganz anders aus. Ja, es ist alles voller Blumen, es blüht, es duftet gut, man hat gute Aussichten hier im Hintergrund. Du bist gut gelaunt, du bist froh, dein Herz schlägt schneller. Das Herz von deinem Gegenüber schlägt schneller, man trifft sich, man genießt die Anwesenheit des anderen. Ja, das ist hier auch so wirklich, sich es gut gehen lassen in der Liebe, Liebe auch zulassen, geben und nehmen, sich der Liebe hingeben. So habe ich das hier in der Karte. Das ist die Karte des Genusses, das der Entspannung und auch ein bisschen der Verlockung. Ja, der Verlockung unterliegen. Sowas habe ich hier. Ja, also sich auch dem ergeben, beziehungsweise einfach gehen lassen in Sachen Liebe. Ja, und einfach nur genießen. Und es kann auch hier und da mal so sein, dass das irgendwie sowas Unbekanntes ist für dich. Oder in dieser ganzen Angelegenheit, dass das so undurchschaubar bleibt. Man weiß nicht so ganz, was daraus wird, ob was daraus wird, ob sich das Ganze entwickeln wird. Aber ich habe auch hier in der Mondkarte mit den Oktopusarmen hier, habe ich auch Verführung, Verlockung. Ja, und zwar könnte das auch irgendwo nicht passen, die Art und Weise vielleicht sogar, oder man könnte etwas Angst davor haben, Bedenken haben. Auf jeden Fall habe ich hier auch so eine kleine Hürde in dieser Liebesangelegenheit, in dieser Liebesgeschichte, bei dir in der Liebe so eine kleine Hürde, die du aber überwinden wirst, überwinden kannst. Eine kleine Blockade. Ich habe hier nichts Großes. Ich habe hier so, als würde man diesen Schritt, ja, Angst haben, diesen Schritt zu wagen, diesen Schritt zu machen, weiterzugehen, einen Schritt weitergehen in dieser ganzen Angelegenheit hier. Ja, sowas habe ich hier mit dem Mond, weil das ist irgendwo, vielleicht bist du nicht durchschaubar für dein Gegenüber oder dein Gegenüber ist nicht ganz so klar, was er will, wie das weitergehen wird. Das kann für dich auch so unklar sein hier. Ich habe hier in Bezug auf die Liebe auch die große Sehnsucht. Sehnsucht nach dem anderen haben. Es kann hier beidseitig sein. Ja. Weil das ist hier so angenehm, so schön, dass man das immer wieder haben will. Man möchte es wiederholen. Man kann nicht ohne den anderen. Man will nicht ohne den anderen. Und man sehnt sich wieder nach dem nächsten Treffen, nach dem nächsten Telefonat, nach der nächsten Nachricht vielleicht. Ja? Und da soll ich dir sagen, Ruhe bewahren oder einfach dich ein bisschen zurücknehmen, eher so ein bisschen sich rar machen, vielleicht sogar. Ja? Das wird nicht mit jedem übereinstimmen, das ist nicht für jeden so gedacht. Ja, hier, weil das ist eine allgemeine Legung, das kann auch hier und da mal nicht stimmen, Abweichungen geben, ja. Aber ich habe hier sowas,
Die Karten möchten dir hier so ein bisschen helfen und sagen dir, wenn du dich ein bisschen rar machst oder so ein bisschen dieses Geheimnisvolle um dich herum bewahrst, wirst du umso anziehender werden für das Gegenüber. Und dann kommt die große Eroberung, ja. Und ja, das ist hier auch, verbiege dich nicht, bleibe dir treu, geh nicht auf alles ein, sage nicht zu allem Ja und Amen. Wenn du merkst, nie für dich ist es zu viel, das geht so nicht, dann zieh dich zurück, dann signalisiere es, dann sag Stopp, Moment, ja. Das sagt mir hier die Karte, die Karten sagen mir das hier so und du kannst dich mit jemandem auch austauschen in Bezug auf diese ganze Angelegenheit, Liebesangelegenheit. Du hast einen Freund, eine Freundin, eine liebe Seele an deiner Seite und dieser Mensch unterstützt dich. Ja? Diese Person, dieser Mensch unterstützt dich, ist an deiner Seite. Du kannst ihm oder ihr vielleicht nicht alles, aber vieles erzählen, was du möchtest. Ja? Und sie oder er ist immer da für dich. Auch in den schweren Momenten. Und sorgt auch irgendwie vielleicht sogar für Unterhaltung oder Ablenkung oder sowas. Ja, du kannst auch, wenn du willst, wenn es angebracht ist, wird mir hier angezeigt, du kannst deinem Gegenüber auf die kalte Schulter zeigen. Wenn er oder sie sich falsch verhalten hat, was nicht in Ordnung war, kannst du auch die kalte Schulter zeigen. Wie gesagt, du musst nicht zu allem Ja und Amen sagen. Das kommt hier auch noch so am Rande, ja. Und ich habe hier die 6 der Stäbe. Das ist die Eroberung, die Erleichterung, die Befreiung. Man kann einfach wieder diese Leidenschaft spüren. Du kannst bei jemandem landen, jemand kann bei dir landen, man trifft ins Schwarze, das ist hier die Eroberung, die erfolgreich gelaufen ist. Ich habe das hier auch so, diese Leidenschaften können auch so fließen, frei fließen. Auch so Freiheit spüren und diese Freiheit mit dem anderen hier auch irgendwo ausleben. Man ist froh, dass man hier diese Blockade, diese Hürde, diesen Stein aus dem Weg geräumt hat, dass das nicht mehr so anstrengend ist, dass vieles, was unklar war, nicht mehr unklar ist, sondern klar ist. Ich habe hier einen klaren Himmel, ein klares Ziel. Also die Klarheit wird auch sich einstellen bei dir, bei deinem Gegenüber in Bezug auf diese ganze Angelegenheit, in Bezug auf die Geschichte. Und wenn du Single bist, ich habe dich hier, jemand wird dich hier erobern wollen zumindest. Ob du das zulässt, das ist dann deine Angelegenheit. Aber ich habe hier einen Verehrer für dich, der bei dir landen möchte. Du musst nicht alleine sein. Und du wirst sehr, sehr viel Spaß haben auch bei dieser ganzen Kennenlernsache. Ich lege noch eine Karte hier auf die 6 der Stäbe. Der Herrscher will bei dir landen. Der Herrscher will dich erobern. Vielleicht wird dieser Herrscher dich auch erobern. Das ist dein Gegenüber oder diesen Menschen wirst du kennenlernen. Jetzt zeigt er oder sie sich. Das kann auch eine Frau sein, ja. Und für die meisten wird es aber etwas, ja, jemand Männliches sein. Entschuldigung. Und jemand, der ernst genommen werden möchte. Jemand, der es auch ernst meint. Ein ernsthafter Mensch. Jemand, der auch viel erlebt hat, viel vielleicht zu tun hat. Ja? Viel um die Ohren habe ich auch sowas.
Und bewahrt immer die Contenance, möchte auch in seiner Mitte bleiben, nicht aus seiner Balance irgendwie gebracht werden und hat sehr viel, wie gesagt, Erfahrung, könnte etwas älter sein als du, muss aber nicht, hat sehr viel Erfahrung auf jeden Fall und ist jemand auch, der so ein bisschen so galant ist oder gut angezogen oder gute Manieren hat oder weiß zum Beispiel in einer ganz bestimmten, in einem, ja, auf einem ganz bestimmten Gebiet, weiß diese Person sehr viel, ja, und kann sich da auch irgendwie beweisen. Könnte jemand sein, das wird jetzt nicht für alle hier eine Rolle spielen, aber ich habe hier für dich jemanden, der vielleicht schon einige Beziehungen gehabt hat, ja, Erfahrungen in diesem Bereich hat, Erfahrungen gesammelt hat, und das war nicht immer glücklich, aber schöne Momente gab es auf jeden Fall. Der Herrscher ist frei, also zum Beispiel ist mit dir zusammen, wenn du in einer Verbindung bist, ja, oder wird für dich frei werden, oder wenn du Single bist, es ist ein Single-Mensch. Könnte auch für einige, ja, gut situiert sein. Braucht keine Zuwendung von dir. Also nicht materiell, überhaupt nicht. Ist eher an geistigem Austausch interessiert, geistig, intellektuell natürlich auch, aber auch liebestechnisch. Da ist er aber konservativ. Nicht so für Abenteuer, so eine verrückte, ne, Abenteuer schon, aber nicht so für verrückte Dinge. Eher nicht so zu haben, ja. Da ist so ein bisschen so, ja, naja, ich weiß nicht. Deswegen, ja, hier so ein bisschen eher so ein konventioneller Eroberungsweg, konventionelle Verbindung. Sehr leidenschaftlich aber. Sehr leidenschaftlich habe ich hier den Herrscher. Wie gesagt, das kann dein Gegenüber sein, kann aber auch, wenn du Single bist, jemand sein, der auf dich zukommt. Diesen Menschen wirst du kennenlernen oder aussortieren. Aus diesen vielen Möglichkeiten, ja, diese Person bleibt hier übrig für dich sozusagen. Nach der Selektion von dir. So zeigen mir das die Karten, ja. Und einen neuen Zyklus wirst du beginnen mit diesem Menschen, hier mit dem Herrscher. Manchmal auch stur und unbeweglich, so ein bisschen, ja, konservativ, könnte konservativ sein, aber verspielt. Ich habe hier die Blumen, ja, diese Verzierungen hier, das ist auch so eine Verspieltheit. Hat man sich hier bewahrt. Das ist natürlich gut. Viel Spaß, viel Freude haben werdet ihr beide zusammen. Ich bin am Ende dieser Legung. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren. Ein Like, vielen Dank. Wenn du hier liken möchtest, ein Kommentar, wenn du magst, würde mich sehr freuen. Bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du bei mir da warst. Wünsche dir einen schönen Tag, wünsche dir einen schönen Abend. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.